Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pokémon Unite Guide auf meinem Kanal. Was geht ab, Leute? Dies hier ist der erste Guide, den ich nach den anderen Guides aufnehme. Ich weiß, es kommen nach diesem Guide hier noch vier andere Guides. Allerdings will ich für die Vollständigkeit halber diesen Guide hier auch nochmal so machen wie die anderen. Ich weiß, ich könnte ab jetzt Gameplay aufnehmen. Wie gesagt, das ist der erste Guide, den ich aufnehme, seitdem das Game draußen ist. Und ich könnte jetzt Gameplay zeigen, aber ich will jetzt bei den Guides, will ich es nochmal einheitlich halten. Deshalb heißt bei dem Zero-Hour-Guide, hier haben wir jetzt noch kein Gameplay. Aber wenn ich in der Zukunft nochmal Guides oder etc. zu verschiedenen Pokémon mache, dann werde ich euch selbstverständlich Gameplay dafür einblenden. Auch heute wieder, wir starten ein Intro, dann gehen wir rein in die Übersicht, dann auf welcher Lane zocken wir Zero-Hour, welche Synergien hat Zero-Hour, welche Trage-Items zocken wir auf Zero-Hour, welches Kampf-Item zocken wir auf Zero-Hour und welche Moves zocken wir auf Zero-Hour. Wurde mich super häufig gefragt, erstmal zu meiner Meinung, ich würde aktueller Stand Zero-Hour unteres S-Tier einschätzen. Ich habe ihn ja nicht in meiner Tierliste drin, allerdings würde ich ihn zum aktuellen Stand unteres S-Tier einschätzen, denn Zero-Hour ist sehr stark, wahrscheinlich einer der besten 1-gegen-1-Fighter. Allerdings ist er ein bisschen squishy und verliert in den Teamfights sehr schnell, weil er halt einfach sehr schnell stirbt. Trotzdem, Zero-Hour, richtig gutes Pokémon. Ich würde sagen, wir starten direkt mit der Übersicht, denn Zero-Hour ist natürlich ein Speedster-Charakter, der ist für den Jungle gemacht, wie fast alle Speedster-Charakter. Man kann ihn auch auf einer Lane zocken, dazu kommen wir aber später, wenn wir zu den Lanes kommen, aber fast alle Speedster-Charakter sind natürlich so ein bisschen im Jungle unterwegs. Difficulty Expert, sich ein bisschen, ich würde ihn tatsächlich eher auf Fortgeschritten einschätzen, aber nicht auf Expert-Level. Ich finde, er ist eigentlich so relativ easy, wenn man weiß, wie man ihm umgehen muss. Ein bisschen schwierig. Er hat 3,5 Sterne in Offensive, sehe ich. 1,5 Sterne Endurance. Ich würde ihm nur einen halben oder einen Stern geben, also er ist wirklich absolut nicht tanky. Mobility hat er 4 Sterne, Scoring hat er 3 von 5 Sternen und Support hat er einen halben von 5 Sternen, sehe ich ansonsten alles absolut so. Zero hat natürlich keine Vorentwicklung, keine Weiterentwicklung, keine irgendwas, ne? Also, da kam nichts Neues dazu. Würde mich wundern, wenn doch. Dann auf der Lane zocken wir Zero-Hour selbstverständlich im Jungle. Trotzdem kann man Zero-Hour auch auf der Lane spielen. Denn ich finde gerade sowas wie Zero-Hour und Pikachu, Zero-Hour und Alola Vulnona, Zero-Hour und ein gewisser Tank, irgendwie sowas in die Richtung, finde ich doch schon sehr, sehr nice. Besonders durch einen gewissen Move. Haben wir gestern auch schon ein bisschen ausprobiert. Kann Zero-Hour auf der Lane sehr, sehr gut sein. Von daher würde ich Zero-Hour schon beinahe auf jeder Lane empfehlen. Trotzdem optimalerweise würde ich euch Zero-Hour im Jungle empfehlen. Da denke ich, ist er immer noch am besten aufgehoben. Synergy bin ich ja basically quasi eben schon durchgegangen. Ansonsten, wenn er im Jungle spielt, hat er eigentlich keine krassen Synergien, als außer irgendwelche Leute, die viel CC mitbringen. Sowas wie Krusse mit der Wall oder so kann natürlich auch sehr gut sein für Zero-Hour. Ja, ansonsten Zero-Hour. Absolut nice Charakter, wie gesagt. Auf jeder Lane kann man ihn zocken. Sehr gut. Dann kommen wir zu den Trage-Items hier. Ein bisschen tricky. Denn ich bin einmal für das Muskelband und den Floatstone. Sehe ich auf jeder Lane auch. Ne? Ich empfehle euch ab und zu Floatstone auch auf Charakteren, mit denen man nicht in den Jungle geht. Das heißt, selbst wenn ihr mit Zero-Hour nicht in den Jungle geht, empfehle ich euch den Floatstone. Und bei dem letzten Item streiten sich die Leute. Ich habe gesehen, manche Leute empfehlen Scope-Linse. Andere Leute empfehlen Attack-Weight und so weiter und so fort. Ich bin tatsächlich für Energy Amplifier. Denn Energy Amplifier gibt euch Cooldown Reduction, was nice ist für Zero-Hour. Und ich finde Plasma Fist, sein Unite-Move, ist ein richtig guter Unite-Move. Und den öfters einsetzen zu können, ist schon ziemlich nice. Deswegen, ich glaube wirklich, dass ich Zero-Hour mit Muskelband, Floatstone und Energy Amplifier empfehlen würde. Trotzdem könnt ihr Energy Amplifier auch austauschen gegen Attack Rate, falls ihr das mehr feiert. Oder auch was Defensives, wie zum Beispiel Soulfest oder Leftovers, haben auch schon Leute empfohlen, aber wie gesagt, Zero-Hour ist nicht unbedingt bulky, deswegen, I don't know. Aber trotzdem, ich bin tatsächlich ein großer Freund von Energy Amplifier, ansonsten auch Scope-Linse geht natürlich auch. Und ja. Dann als Kampf-Item empfehle ich euch tatsächlich Smokescreen. Ich finde das Combo Heavy Character wie zum Beispiel Lucario und Zero-Hour mir sehr gut mit dem Smokescreen arbeiten können. Gerade mit den Dashes, die sie haben und so weiter, so ein bisschen, ne, dann so ein bisschen rumspielen, Gegner slowen und so weiter. Ist schon ziemlich nice, bin ich ein riesen Fan von. Ansonsten ganz normal X-Angriff, wenn ihr keinen Bock habt auf Smokescreen, weil ihr sagt, ich fühle das Kampf-Item nicht, gar kein Ding. Dann spielt einfach X-Angriff, ist auch ultra gut. Und zu guter Letzt natürlich noch Fluchtknopf, falls ihr ja, einfach Fluchtknopf zocken wollt, keine Ahnung. Also könnt ihr halt einfach, könnt euch aussuchen, wie ihr wollt. Und ja, das zu den Kampf-Items. Dann kommen wir zum Moveset. Wir fangen als allererstes an mit der Range, die Zero-Hour hat. Natürlich hat Zero-Hour eine Short-Range. Das ist ein Melee-Attacker. Der schießt keine Blitze aus seinen Händen. Der kämpft mit seinen Fäusten, so wie sich das gehört. Als Passive haben wir Volt Absorb. Volt Absorb tatsächlich sehr interessant, denn immer wenn Zero-Hour angegriffen wird, wandelt Zero-Hour diesen Damage in Attack um. Und
irgendwie finde ich das weird. Natürlich, der muss Volt Absorb haben, aber irgendwie würde es mehr Sinn ergeben, wenn er das durch HP ersetzen würde. Also wenn er kleine Heals bekommen würde, wenn er angegriffen wird. Ich weiß, das klingt so banal, er wird angegriffen und wird ein bisschen geheilt. Und natürlich würde es keinen Sinn ergeben. Aber Volt Absorb und es boostet dann euren Attack, klingt irgendwie so ultra weird. Trotzdem, wenn ihr angegriffen werdet, bekommt ihr einen kleinen Attack-Boost, was ganz nice sein kann. Aber wie gesagt, Zoroark ist sehr, sehr squishy, deswegen. Also es hätte auf jeden Fall nicere Fähigkeiten geben können für Zoroark. Weiß ich nicht, aber kann man, denke ich, mal mitarbeiten. Dann kommen wir zu den Moves. Als allererstes auf Level 1 und auf Level 3 haben wir einmal Schlitzer und wir haben Agility. Natürlich fangen wir an mit Schlitzer. Agility macht keinen Damage. Wir gehen immer für den Damage-Skill auf Level 1. Wir fangen an mit Schlitzer. Ist ein Melee-Attack. Schmeißt mit dem letzten, also er macht so mehrere Hits, so zack, 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 zack. Bisschen wie Kratzfurie sieht's aus. Und mit dem letzten Hit schmeißt er den Gegner nach oben. Kann für einen Early-Gank auf Level 5 tatsächlich ziemlich nice sein. Ist ein guter, also ein solider CC-Move mit Agility gepaart mit Slash. Denn Agility ist ein Dash nach vorne, welches euren Attack-Speed erhöht. Das heißt, ihr könnt euch das quasi so vorstellen. Agility, Slash, Auto-Attack, 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 Auto-Attack. Und den Rest macht euer Team. Das ist wahrscheinlich so Level 5-Gank. Pathing, wie man da ungefähr mit umgehen könnte. Dann auf Level 6 haben wir Voltwechsel und Funkensprung. Ich würde euch immer Voltswitch empfehlen, also Voltwechsel würde ich euch immer empfehlen. Funkensprung eigentlich so gut wie nie. Später beim Level 8 Move wird es ein bisschen anders. Denn Voltwechsel ist ein Dash nach vorne. Wenn ihr nach vorne dasht, bekommt ihr einen Attack Speed Bonus. Und wenn ihr das Ganze nochmal aktiviert, also nochmal Voltswitch drückt für einen gewissen Zeitraum, ist dann natürlich, da bleibt da so ein Feld, so ein Elektrofeld auf dem Boden stehen. Wenn ihr nochmal drückt, dasht ihr quasi wieder zurück, wo ihr zu dem Ausgangspunkt, wo ihr als erstes gedasht seid. Und wenn ihr das nochmal drückt, bekommt ihr wieder einen Attack-Speed-Bonus, was sehr, 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 sehr nice ist. Das heißt, ihr geht rein, macht ein bisschen Damage mit euren Auto-Attacks, was sehr gut ist. Deswegen kann ich auch hier auf jeden Fall verstehen, warum man die Scope-Linse spielen sollte. Einfach ein paar Crits da noch mit rauszuhauen. Dann nochmal Voltswitch aktivieren, um einfach zu disengagen, um rauszukommen. Ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und dann kommen wir zu Funkensprung. Funkensprung ist ganz, 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 ganz weird. Habe ich auch legit nur einmal. Also gestern, ich habe gegen 40.000 Zoroark gespielt und nur ein einziger Dude hat Funkensprung gespielt. Und es war echt nicht gut. Ich fand es wirklich nicht gut. Es ist halt quasi auch eine Dash, springt auf den Gegner. Kann man scheinbar dreimal einsetzen, bevor es auf Cooldown geht. Ich habe ihn nicht ausprobiert, den Move, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Wenn man davor jemand anderen mit einem Basic Attack angegriffen hat, dann springt er stattdessen zu dem, den man angegriffen hat. Es ist ganz, 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 ganz weird. Ich würde euch auf jeden Fall immer, wirklich immer, immer, immer Voltwechsel empfehlen. Und auf Level 8 haben wir Discharge und Wildcharge, also Ladungsstoß und Stromstoß. Und jetzt wird es sehr, 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 sehr interessant. Denn ich habe euch jetzt hier Discharge empfohlen. Allerdings, ich finde Discharge ist halt sau der coole Move. Allerdings würde ich euch Discharge eher als Laner empfehlen und Wildcharge mehr als Jungler empfehlen. Aber auch da nicht mal hundertprozentig sicher. Es ist wirklich schwierig. Da muss man halt einfach schauen, was einem mehr taugt. Denn mit Ladungsstoß erzeugt ihr eine Elektro-Aura um euch rum. Diese macht Damage. Die macht wirklich guten Damage. Holy shit, die macht sehr, sehr guten Schaden. Die heilt euch, je nachdem, wie viele Pokémon in diesem Discharge drin sind. Sowohl wilde Pokémon als auch gegnerische Pokémon. Und ihr erzeugt ein Schild für Gegner, die um euch rumstehen. Also es ist wirklich... Ich weiß, Aurora ist nicht der tankigste, aber trotzdem gibt euch Discharge einen gewissen Tank mit, weswegen ihr in Teamfights nicht sofort sterbt und doch richtig guten Schaden anrichtet. Und Wildcharge ist ein Skill, der halt einfach ihr dasht damit quasi so ein bisschen auf den Gegner drauf. Es ist aber kein richtiger Dash, es ist schon eher so ein Melee-Skill. Und ihr macht so eine Combo-Tag, so zack, 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 zack. Ihr seid währenddessen unverwundbar. Dieser Move wird verstärkt, wenn ihr davor Voltswitch oder Funkensprung eingesetzt habt. Beziehungsweise eure Combo wird dadurch länger. Wenn ihr jemanden im Wildcharge tötet, springt Zoroark zu dem nächsten Gegner hin und macht dort direkt weiter, so lange bis Wildcharge vorbei ist. Also es ist ein richtig, richtig guter Skill. Wahrscheinlich mehr so ein 1 gegen 1 Skill, Discharge mehr so ein Teamfight-Skill, aber Discharge ist halt besonders nice, wenn Vatrivi und Hornweisel auf der Lane spawnen, sich an denen wieder hochzuheilen. Also, es ist alles sehr, sehr schwierig. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, ob Ladungsstoß oder Stromstoß oder ob ihr vielleicht so je nach Gegnerteam sogar ein bisschen oder wie halt das Spiel sich so entwickelt, da ein bisschen rumswitcht. Aber es sind beides unendlich gute Moves, die man auf jeden Fall nicht unterschätzen darf. Und zu guter Letzt haben wir Plasma Gale als Unite-Move. Ist halt einfach ein Point-and-Click-Hit. Das sind so Plasma, also so Plasma-Blitze, die den Gegner verfolgen, super viel Damage anrichten und scheinbar wird dann noch so eine Zone aus Plasma errichtet und dort wird noch euer Basic Attack Range erhöht und
und scheinbar auch euer Damage, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, aber so oder so geht es hauptsächlich darum, um diese Plasma-Blitze, die einen verfolgen. Ich glaube, die Knock-Up meinen auch so ganz minimal. Ist auf jeden Fall super wilder Attack-Damage, der halt nicht missen kann. Die Blitze verfolgen einen wirklich, bis die an dich rangekommen sind. Die machen halt ultra viel Schaden. Also, es ist auch ein sehr, sehr guter Unite-Move. Und ja. Gut, Leute, das war's mit dem Zeraora-Guide. Heute wird natürlich auch noch ein weiterer Guide online kommen. Morgen dann wahrscheinlich die restlichen. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Trotzdem, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Checkt auf jeden Fall die anderen Guides aus. Checkt unbedingt mein Attack Special Attack Guide Video aus. Denn dort habe ich was zu verschiedenen Guides gesagt in der Vergangenheit. Denn dort gibt es ein, zwei kleine Änderungen. Aber keine massiv großen Änderungen. Aber checkt es auf jeden Fall aus. Und ja, lasst gerne ein Abo da. Lasst gerne ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.